Noch ist es Fiktion. Journalisten unterwegs im Sperrgebiet nach einem Atomunfall in Deutschland. 3 Monate nach der Kernschmelze dürfen sie die verbotene Zone für kurze Zeit besichtigen. Das Rhein-Main-Gebiet. Menschenleer. Diese Bilder zeigen, was der Begriff Restrisiko für das dicht besiedelte Industrieland Deutschland bedeutet. Die Katastrophe ist möglich und sie würde unabsehbare Folgen haben. Der ARD-Film, aus dem diese Bilder stammen, wurde im Jahr 1991 gezeigt. Was vor 20 Jahren manchem noch als Fantasie erschien, ist seit der Katastrophe von Fukushima erschreckend realistisch geworden. Diese DVD ist eine Materialsammlung. Sie zeigt Ausschnitte aus der Berichterstattung der ARD zu den Risiken der Atomenergie. Beiträge aus den letzten 25 Jahren. Es sind investigative Reportagen. Doch obwohl die ARD und andere Medien schon seit mehr als 2 Jahrzehnten erschreckende Tatsachen zum Thema Atomenergie aufdeckten, hat die Politik sie meist ignoriert. Diese Zusammenstellung erinnert an schwere Unfälle in Deutschland, bei denen Menschen verstrahlt wurden, an verkrüppelte Kinder, an Korruption in einer hochgefährlichen Industrie. Auch manche der Autoren dieser Filme glaubten an die saubere und sichere Atomenergie, bis sie auf vertuschte technische Probleme und eine Fülle menschlicher Unzulänglichkeiten stießen. Diese kurze Zusammenstellung von Fakten soll dazu beitragen, die Entscheidung der Politik über den Ausstieg aus der Atomenergie auf eine rationale Grundlage zu stellen. Denn die Berichte zeigen, ähnlich wie in Japan, haben auch die zuständigen deutschen Betreiberfirmen verheimlicht, gelogen, banalisiert. Der folgende Beitrag für das ARD-Magazin Monitor aus dem Jahr 1988 beschreibt einen der gravierendsten Störfälle in Deutschland. Auch er wurde von der Betreiberfirma verschwiegen, fast ein Jahr lang. Das Atomkraftwerk Biblis. Im Dezember des vergangenen Jahres ereignete sich hier einer der gravierendsten Störfälle in der Geschichte der deutschen Atomtechnik. In der Schaltwarte des finanziell ertragreichen Blocks A übersehen die Kraftwerker 15 Stunden lang eins der wichtigsten Warnsignale. Die Region geht knapp an einer Katastrophe vorbei, weil zeitweilig der Kühlkreislauf ein Leck hat. Da die Kontrollleuchte schon häufiger falsch anzeigte, wird sie nicht ernst genommen. Monitor liegt die offizielle Störfallmeldung vor. Erst 5 Tage nach dem Störfall wurde sie an die Aufsichtsbehörde abgeschickt. Auf Seite 2 heißt es lapidar und verschleiernd. Entlastungsschritte aus dem Leitungssystem zwischen Erst- und Zweitabsperrung führten nicht zum Schließen der Erstabsperrung. Diese Sprachregelung verschleiert die eigentliche Gefährlichkeit des Vorfalls. Die volle Wahrheit blieb der Öffentlichkeit bislang vorenthalten. Und so war es wirklich. Weil das oben links blinkende erste Ventil klemmte, gelangte unter hohem Druck stehendes Kühlwasser bis zu den Zweitabsperrarmaturen. Die links blinkende Warnlampe wurde nicht ernst genommen. Sie hatte schon häufiger Falschalarm gegeben. Als dann ein Überströmventil öffnete, konnte die Mannschaft nicht reagieren, Anzeigedefekt. Doch andere Warnsignale 2 Stunden später gaben neue Hinweise. Statt nun abzuschalten, was pro Tag 1 Million kostet, riskierte die Betriebsmannschaft ein gefährliches Manöver. Sie öffnete das Prüfventil, in Wirklichkeit die Zweitabsperrung, die letzte Sicherheitsbarriere, denn alle anschließenden Leitungen im weißen Kasten sind Niederdruckleitungen. Sie bekamen jetzt den dreifachen Überdruck. Offiziell heißt es, nur das Prüfventil wäre geöffnet worden. Doch gegenüber Monitor musste zugegeben werden, dass auch die 3 folgenden geöffnet waren. So entsteht ein gefährliches Leck, nun schon außerhalb der Sicherheitsbarriere. 200 Liter radioaktives Wasser strömen aus. Zum Glück ließ sich die Zweitabsperrung nach 7 Sekunden wieder schließen. Was wäre eigentlich passiert, wenn die Zweitabsperrung ebenfalls geklemmt hätte? Wäre das der Super-GAU gewesen? Das hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kernschmelzen führen können, jawohl. Denn es wäre möglich gewesen, wahrscheinlich gewesen sogar, dass es zu einem Leck außerhalb des Sicherheitsbehälters kommt. Für die Hauptverwaltung der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke und den Kraftwerksdirektor nur ein Routinefall. Hier bestand ja gar keine Informations,
Notwendigkeit, denn es ist ja überhaupt gar nichts gegenüber der Öffentlichkeit geschehen. Das war also eine Störung, wie sie schon gelegentlich mal vorkommt. Nur in diesem Falle hat es zu längeren Gesprächen mit der Behörde geführt, weil eben menschliches Versagen, menschliches Fehlverhalten, Versagen würde ich ungern sagen, vorangegangen ist. Sicherheitstechnisch ist diese Armatur die letzte Barriere zur Rückhaltung der Radioaktivität nach außen hin. Das heißt, wenn die Armatur versagt, haben wir eine Leckage nach außerhalb des Sicherheitsbehälters. Und wie zuverlässig sind solche Armaturen? Nun, die sind nicht sonderlich zuverlässig. Es kommt öfter mal vor, dass so eine Armatur offen stehen bleibt. Und wenn sie in diesem Fall auch versagt hätte, dann wäre nach Ihren Worten die Katastrophe ja nicht mehr aufzuhalten gewesen. Dann wäre es mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu einer Katastrophe gekommen, jawohl. Also ein gravierender Störfall. Er wurde von der Reaktorsicherheitskommission und dem TÜV untersucht. Doch die Ergebnisse wurden auf Druck der Betreiber zum Betriebsgeheimnis erklärt und damit der Öffentlichkeit vorenthalten. Auf Seite 2 des Gutachtens steht die bekannte, aber irreführende Version. Während des Abfahrens wurde die zwischen der Erst- und den Zweitabsperrarmaturen abgehende Prüfleitung durch teilweises Öffnen einer Armatur für einen Entlastungsversuch geöffnet. Ein amerikanisches Fachblatt enthüllte die wahre Bedeutung des Störfalls und zitiert eine völlig andere Bewertung. Einen Vorfall wie den in Biblis hätte man in den USA als höchst gefährliches Ereignis eingestuft. Innerhalb von Stunden wäre eine behördliche Sonderkommission vor Ort gewesen. Nach einem solchen Bruch der Sicherheitsbestimmungen wäre ein Atomkraftwerk bei uns für lange Zeit stillgelegt worden. Auch das von Monitor in Washington befragte ehemalige Mitglied der US-Atomaufsichtsbehörde, Robert Pollard, stufte den Störfall als gravierender ein als seine deutschen Kollegen. Er bewertet den Vorfall unter sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Aspekten. Zu behaupten, es habe keine Gefahr gegeben, ist für mich eine grobe Irreführung. Was in Biblis geschah, ist genau der Typ von Unfall, von dem die Betreiber hier und bei Ihnen behaupten, er sei nicht möglich. Biblis stand dicht vor einem großen Unfall. But here we had a case where we came very close to having a major accident. Ich habe den Eindruck, hier rangierte die Wirtschaftlichkeit vor der Sicherheit. In 30 Kilometer Umkreis von Biblis leben 1 Million Menschen. Inzwischen ist der Störfall zwar in eine höhere Gefahrenklasse aufgestuft, doch das reicht nicht. Politiker und Wissenschaftler wissen, dass er in die höchste Kategorie gehört. Es lag noch eine ganz klare Falschmeldung des RWE vor. Wie werten Sie das eigentlich heute? Ist der Betreiber in Ihren Augen noch zuverlässig? Das prüfen wir immer wieder juristisch ab. Es gab da eine gemeinsame Haltung zwischen Bund und Land, der Bundesumweltminister, der auf demselben Informationsstand steht wie wir. Es gibt jetzt unsere Verpflichtung, das nochmal zu dokumentieren. Das machen wir gerne. Und natürlich bei den Recherchen, sollten wir neue Informationen bekommen, würden wir die dann jeweils in solche Überprüfungen mit einbeziehen. Aber derzeit gibt es für uns juristisch keinen Anhaltspunkt dafür, die Zuverlässigkeit zu bestreiten. Das heißt, Biblis wird vorerst nicht geschlossen? Wenn Sie so wollen, ist dieses nicht mit dem Vorerst zu bescheiden, sondern solange die atomrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, ist Biblis nicht zu schließen. Der hessische Reaktor steht für die grundsätzlichen Probleme. Ein am Donnerstag letzter Woche vorgelegter Katalog der Reaktorsicherheitskommission zeigt, dass Biblis kein Einzelfall ist. Die Liste der technischen Mängel in den deutschen Atomkraftwerken ist lang. Beispiel Neckar-Westheim, Mängel an den elektrischen Einrichtungen. Brunsbüttel, Sicherheitsdefizit an den Entlastungsventilen. Kraftwerke Philipsburg und Stade, Probleme an den Frischdampfleitungen. Ist der Weiterbetrieb heute wirklich noch zu verantworten? Meiner Meinung nach sind so viele Sicherheitsmängel vorhanden und auch dokumentiert, hier zum Beispiel in der Stellungnahme der Reaktorsicherheitskommission, dass ein Abschalten unausweichlich ist. Wie viele Kernkraftwerke würde das betreffen in der Bundesrepublik? Das würde zumindest mal auf jeden Fall die alten Anlagen betreffen, denn da häufen sich die Sicherheitsmängel, aber im Prinzip natürlich auch betrifft das die neuen Anlagen, die hier allerdings gar nicht untersucht worden sind. Man kann sagen, Leichtwasserreaktoren sind derartig gefährlich, dass ihr Weiterbetrieb nicht gerechtfertigt ist.
Behörden und Atomindustrie werden solche Warnungen kaum beeindrucken. Sie fahren ihren Kurs unbeirrt weiter. Das Risiko von Biblis bleibt weiter bestehen. In der Moderation zu diesem Monitorbeitrag haben wir damals, vor fast 25 Jahren, die Frage gestellt: Wann zieht die Politik die Konsequenzen? Wann lässt sie abschalten? Eine Frage, die angesichts des dilettantischen Krisenmanagements im japanischen Fukushima erneut und auf dramatische Weise an Aktualität gewonnen hat. Denn offenbar sind wir auch in Deutschland für den Katastrophenfall genauso wenig vorbereitet wie das Hochtechnologieland Japan. Dass dies von Anfang an so war, belegen die Aussagen von Landräten aus der Region Biblis. Was sie zum Schutz der Bevölkerung verlangten, wurde nicht ernst genommen. Die Landesregierungen und die Betreiberfirmen hielten eine Katastrophe schlicht für undenkbar. Mit dem Film Todeszone, produziert vom Hessischen Rundfunk, haben unsere Autoren schon vor 20 Jahren dargestellt, was im Ernstfall zu befürchten ist. So könnte es aussehen: die Kontamination von Strahlenflüchtlingen. Ob diese Perfektion im Ernstfall überhaupt möglich wäre, ist mehr als fraglich. Denn Vorbereitungen dafür hat es offenbar so gut wie gar nicht gegeben. Übungen mit der Bevölkerung fanden nie statt. Wir haben Stabsrahmenübungen gehabt. Bei diesen Stabsrahmenübungen ist natürlich zu berücksichtigen, dass sie in 3 Bundesländern stattgefunden haben mit 13 Krisenstäben. Das hat zu unterschiedlichen Anordnungen geführt. Das ist auch kein Wunder. Und infolgedessen haben wir festgestellt, dass dieses System nicht effektiv ist. Wir haben immer wieder gefordert, dass eine zentrale Stelle beim Umweltministerium oder beim Innenministerium in Wiesbaden oder auch beim Regierungspräsidium in Darmstadt eingerichtet wird, um solche Vorkommnisse, die ja natürlich über Ländergrenzen hinweg sich ausbreiten, zu managen. Diese Anträge sind regelmäßig abgelehnt worden. Sämtliche Planungen gingen immer davon aus, dass Evakuierungen bis maximal 10 Kilometer Abstand vom Kraftwerk erfolgen. Bis 2 Jahre nach Tschernobyl lag diese Grenze übrigens bei 7,5 Kilometer, sicherlich auch deswegen, weil man sich die Evakuierung von Worms ersparen wollte. In der anschließenden Zone bis 25 Kilometer sollte eigentlich nur die Strahlenbelastung gemessen werden. Maximales Ziel bei rechtzeitiger Warnung ist es immer gewesen, die Bevölkerung in den Wohnungen zu belassen, bis die Gefahr vorüber ist. Eine Kontamination in diesem Gebiet oder womöglich darüber hinaus war für praktisch so gering gehalten worden, dass man diese nicht erwartet und natürlich deshalb auch nicht erprobt hat. Aus unseren eigenen Untersuchungen in den vom Reaktorunfall betroffenen Republiken der Sowjetunion wissen wir: Zunächst kommen die akuten Strahlentoten, die bis einige Monate nach dem Unfall auftreten. Danach kommt eine Fülle von Erkrankungen durch geschwächtes Immunsystem, Schilddrüsenerkrankungen, Entzündungserkrankungen. Als Spätfolgen sehen wir Krebs und Leukämie. Wir erwarten in der Sowjetunion einige hunderttausend Krebstote. Analog ist die Situation bei uns in Deutschland einzuschätzen. Die Bevölkerungsdichte bei uns in Deutschland ist viel größer und deswegen sind die Folgen bei uns viel dramatischer. Prognosen für den Super-GAU in Deutschland, der hoffentlich nie eintreten wird. Doch im internationalen nuklearen Sicherheitssystem gibt es dramatische Lücken. Das hat einmal mehr Japan bewiesen. Eines der Beispiele für die Hilflosigkeit im Fall einer Atomkatastrophe und vielleicht auch ein Beispiel zynischer Menschenverachtung ist die Tatsache, dass in den japanischen Atomruinen im großen Stil Leiharbeiter als Katastrophenhelfer eingesetzt werden. Sie
wissen so gut wie nichts über die dramatische Gefahr für Gesundheit und Leben, der sie sich aussetzen. Völlig undenkbar hier in Deutschland? Leider nein, denn im Atomalltag der Bundesrepublik waren Leiharbeiter schon immer ein wichtiger Faktor, wie mehrere ARD-Beiträge bereits in den 80er Jahren nachwiesen. Für die Atomindustrie rechnet sich das. Die Leiharbeiter übernehmen Putz- und Aufräumarbeiten zu Billiglöhnen und lassen sich schnell austauschen, wenn sie die maximale Strahlendosis erreicht oder überschritten haben. Die inzwischen abgewickelten Hanauer Nuklearbetriebe Alkem Nukem, aber auch die Anlagen in Karlstein waren mit dieser Methode Vorreiter. Die Lunge dieses Mannes ist zu 85% zerstört. Die Berufsgenossenschaft hat ihn als Invaliden anerkannt. Ich heiße Michael Weber, war gerade 19 Jahre alt, als ich meine Lehre beendet hatte als Schaufensterdekorateur und noch Zeit vor meiner nächsten Anstellung hatte. Und bin dann zur Manpower gegangen, das ist eine Zeitarbeitvermittlung in Frankfurt. Ich wurde zu Siemens, damals hieß die Firma noch RBG, Reaktor-Brennelemente-Gesellschaft, vermittelt und fand das hochinteressant, ausgerechnet dort zu landen, weil ich war damals sehr interessiert an Technik und auch an Atomkraftwerken. Ich hatte da gar nichts dagegen. Nach kurzer Einweisung und der Zuteilung eines Overalls begann Michael Weber seinen Job, ohne Atemschutzmaske, ohne Handschuhe. Sogar seine Privatschuhe durfte er im Kontrollbereich anbehalten. Meine Arbeit war fast der vorletzte Arbeitsgang, bevor ein Brennelement zustande kommt. Also das Uran wurde nach meinem Arbeitsgang, ich musste Uran mahlen lassen in der Maschine, dann wurde es nur noch gepresst, in diese Brennstäbe gesteckt und schon war der Brennstab fertig. Also das war sehr faszinierend für mich, dass ich so ein Endprodukt schaffen konnte. Webers Aushilfsjob ging nur rund 3 Wochen gut. Dann kam es zu dem folgenschweren Unfall, von dem Siemens bis heute behauptet, er sei nicht passiert, an den sich Weber aber genau erinnert. Irgendwann habe ich einen dieser Schalter entweder nicht richtig gedrückt oder er ist nicht eingerastet, wie auch immer. Ich habe diesen Verschluss geöffnet, weil der Mahlvorgang scheinbar beendet schien, diesen Aufsatz zu entnehmen. Und in dem Moment kam eine Ladung feinst gemahlenes, angereichertes Uranmehl aus der Mühle von oben runtergerutscht durch den Schlauch ins Fass, gerade als ich gerade so mit der Nase dran war an diesem Fassrand, um diesen Deckel zu öffnen. Und dann hat es furchtbar Puff gemacht. Das feine Uranmehl hat gestaubt. Ich stand in einer Staubwolke von Kopf bis Fuß voll diesem schwarzen Graphitschmierig ähnlichen Uran. Nach Webers Erinnerung wurde automatisch Alarm ausgelöst. Den Aufsichtsbehörden wurde nichts gemeldet. Ich habe jemand gesucht, der mir sagen konnte, was ich jetzt tun sollte. Und dann kam auch irgendwie jemand, der mich gerade so am Ärmel schnappte und mit mir zum Hallentor rannte. Inzwischen muss Weber 2 bis 3 Mal täglich unter eine spezielle Maske reinen Sauerstoff inhalieren. Wir fanden nach langer Suche einen ehemaligen Mitarbeiter, der nicht nur bei Nukem, sondern auch in dem Brennelementwerk gearbeitet hat. Ihn fragten wir, ob er Ähnliches erlebt hat. Für uns war das damals kein Unfall. Für uns war das was Alltägliches, was am Tag 3-4 Mal passieren konnte. Dass irgendwo ein Filter kaputt ging von einer Umfüllanlage, dass irgendwo ein Schlauch abgerissen ist oder dass eine Versuchsapparatur, wo auch Rüttler und was war, sich Verbindung gelöst hat. Das waren für uns keine Unfälle, das war ein normaler Arbeitsrhythmus. Aber eine ärztliche Kontrolle, ob Sie da etwas inhaliert haben, ob Sie inkorporiert haben, radioaktive Stoffe, hat es das unmittelbar nach solchen Unfällen gegeben? Nein, überhaupt nicht. Da waren wir nur noch beim Arzt gewesen. Wie geht man denn mit so einem Zustand über Jahrzehnte hinweg um? Das Problem ist eigentlich nicht, dass irgendein Ende abzusehen ist. Das Problem ist eigentlich,
diese täglich sich wiederholende Qual, die ich morgens erlebe, die ich im Bett nachts erlebe, das ist eigentlich das Schlimme an der Geschichte. Wenn man sich dann vorstellt, zu Ende geht es ja nur, indem es schlechter wird noch, als es eh schon ist. Denn das Ende wird ja eingeleitet durch irgendetwas. Ich falle ja nicht einfach um und bin tot. Und davor habe ich dann Angst. Jahrelang musste der schwerkranke Weber um eine Entschädigung kämpfen. Seine Tragik lag auch darin, dass die Folgen einer Verstrahlung oft erst Jahre nach dem Unfall sichtbar werden. Der Nachweis eines tatsächlichen Zusammenhangs fällt dann zwangsläufig schwer, selbst wenn die medizinischen Fakten eindeutig sind. Nach einem Super-GAU wäre das ähnlich. Die meisten Opfer würden erst Jahre nach der Katastrophe akut erkranken, wie das Beispiel Tschernobyl zeigt. Viele der Symptome werden auch von Ärzten nicht als Zeichen einer Strahlenkrankheit erkannt. Ständiger Schnupfen, erhöhte Infektanfälligkeit, chronische Müdigkeit. Und wenn verstrahlte Leiharbeiter dann noch ein schwerbehindertes Kind bekommen, weisen die Betreiberfirmen die Verantwortung einfach zurück. Die Geburt am 26. April 1987 war ein Notfall. Die Fruchtwasserblase war geplatzt, die Ärzte mussten das 8-Monats-Kind per Kaiserschnitt frühzeitig auf die Welt holen. Das Kind war unterhalb des Nabels praktisch ein undefinierbares Gebilde, was aus dem Bauch herausquoll. Besser gesagt, der Bauch war ja offen. Da schauten eigenartige, mit Schleimhaut überzogene Dinge heraus. Auf der einen Seite hatte das Kind gar kein Bein, dort war der Fuß unmittelbar am Becken ansetzend. Auf der anderen Seite war das Bein praktisch amputiert unterhalb des Kniegelenkes. Und oberhalb des Nabels, wenn man das Kind sozusagen zudeckte, sah es wie ein ganz normales Kind aus. Wegen der starken Missbildungen musste das Kind kurz nach der Geburt auf die damals entfernt liegende Intensivstation gebracht werden. Bestand denn überhaupt eine Überlebenschance für das Kind? Ich würde sagen, nein. Heute retrospektiv ganz klares Nein. Ja, am dritten Tag hatten wir nochmal ein ausführliches Gespräch. Wir, heißt die Großeltern, die Mutter und ich, über die Möglichkeiten, die überhaupt bestehen, dem Kind mit seiner schweren Fehlbildung zu helfen. Und wir sind eigentlich im Rahmen dieses Gesprächs übereingekommen, dass wohl für das Kind die beste Hilfe wäre, wenn wir auf eingreifende Operationen verzichten würden und uns darauf beschränken würden, dem Kind in seinem Leben Schmerzen zu ersparen. Nach diesem Gespräch hat die Mutter dann die Gelegenheit genutzt und mit dem Kind erstmals richtig Kontakt aufgenommen und eigentlich von diesem Zeitpunkt an ihr Kind auch öfter besucht und mehr Kontakt gefunden, als es zuvor der Fall war. Der Vater des Säuglings. Er war seit dem Sommer 1985 bei einer Leiharbeiterfirma beschäftigt und wurde mit kurzen Unterbrechungen im Bereich der heißen Zellen dieses Siemens-Labors in Karlstein eingesetzt. Offiziell war die Berufsbezeichnung Dekontkraft, also jemand, der Arbeitsräume reinigen muss. Peter Eiter und andere Kollegen wurden aber zusätzlich bei Umbauarbeiten im Abwasserkeller des Nuklearlabors eingesetzt. Ohne besondere Ausbildung zerschnitten sie stark radioaktive Rohre mit einer Trennscheibe. Zeitweilig geschah dies ohne die vorgeschriebenen Atemschutzmasken. Ich bin erst mal da runter und habe ausgesehen wie im Schlachtfeld, also als hätte eine Bombe reingeschlagen. Da war so hoch der Staub überall drauf und so. Also wie eine stinknormale Rumpelkammer. Und es hat ja geheißen, da unten muss irgendwie Ordnung jetzt geschafft werden, dass da mal was reinkommt. Deswegen bin ich eingestellt worden, dass da ein bisschen Ordnung reinkommt. Und für einen kerntechnischen Betrieb, also würde ich sagen, waren die Zustände, die Sauberkeitszustände waren miserabel gewesen. Auf die Idee, dass es einen Zusammenhang zwischen der Missbildung seines Kindes
und zwei radioaktiven Unfällen geben könne, die er bei der Siemens-Tochter KWU erlitt, brachte Peter Eiter die Warnung eines Arztes, die er aber anfangs nicht einzuordnen wusste. Nun, ich bin auch krank in diesem Sinn geworden. Ich hatte also einen Schlaganfall, kurz danach einen leichten Schlaganfall. Ich habe mir Magenmalö, ich habe einen chronischen Schnupfen und ich hatte überhaupt kein Interesse mehr, irgendwie was zu machen. Ich war früher also sportlich, habe Kickboxen alles gemacht, war gut drauf und nach diesem Sache, ich war also total schlapp, mit mir war nichts mehr los. Ich war noch nie zuvor krank und danach hat es mich so voll erwischt. Hast du so ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass das Kind vielleicht doch überleben könnte? Überleben? Nee, das nicht, weil da hab ich nicht dran geglaubt. Ich wollte ja nicht, dass mein Kind länger drin leidet. Ich wollte ja gar nicht, dass es so lange das überhaupt alles durchmachen muss, weil ich ja gemerkt habe, dass es Schmerzen für mein Kind sind. Professor Kuni wertet die Ergebnisse aus. Seine Computerberechnungen ergeben, dass der Vater von Peter Stephan in den Monaten vor der Zeugung weit höhere Radioaktivität abbekam, als das Bundesgesundheitsamt ermittelte. Nach Kunis Berechnungen erhielt er in wenigen Monaten die dreifache Jahresdosis. Sie tragen ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Das ist sehr stark erhöht, denn Sie bekommen eine Strahlenbelastung ab jedes Jahr etwa in der Höhe der maximal zulässigen Strahlenbelastung für Berufstätige. Auch jetzt, wo Sie nicht mehr berufstätig sind. Und da ist es ja wohl auch nicht auszuschließen, dass mein Kind durch diese Strahlung missgebildet war. Und das ist nicht nur nicht auszuschließen, das spricht auch manches dafür. Denn die Strahlenbelastung, die Sie erhalten haben, liegt deutlich höher als die 10 Millisievert, die in der Wiederaufarbeitungsanlage von Sellafield bei vielen Fehlern offensichtlich zu einem erhöhten Leukämierisiko ihrer Kinder geführt haben. Und auch bei Ihnen war es so, dass vor der Zeugung Ihres Kindes, also vor dem August 1986, Sie eine besonders hohe Strahlenbelastung erhalten haben. Deswegen spricht sehr vieles für einen Zusammenhang. Ich und meine Mutter mussten dann zum Arzt. Und der Arzt hat uns dann genaues erzählt und alles, was eigentlich das Kind hatte. Und dass es kein Bub, sondern ein Mädchen war. Und die Obduktion ergibt, Peter Stephan ist in Wirklichkeit ein Mädchen. Doch weil es bereits notgetauft ist, wird es unter dem männlichen Namen bestattet. Der Umgang mit einer so gefährlichen Technologie setzt höchstes Verantwortungsbewusstsein voraus. Doch die Beispiele zeigen, wie wenig sich die Gesellschaft darauf verlassen kann, dass diese Bedingungen wirklich eingehalten werden. Aber die Realität war tatsächlich noch viel bedenklicher, als es die geschilderten Einzelfälle schon belegen. Denn Nuklearfirmen haben nicht nur fahrlässig gehandelt, sondern sogar immer wieder gezielt Mitarbeiter im sicherheitsrelevanten Bereich von Atomanlagen bestochen. Bei der Hoffnung auf schnelle Geld wollte keiner zurückstehen. Rund 6 Millionen Mark versickerten vornehmlich in den dunklen Kanälen der deutschen Atomindustrie. Moralische Skrupel scheint kaum einer gehabt zu haben. Die Presse erfuhr erst von den Machenschaften, als die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen die Atommanager längst aufgenommen hatte. Brisant ist der Fall des ehemaligen Sicherheitsbeauftragten von Biblis. Er hat nach eigenen Angaben pro Jahr 45.000 Mark zusätzliche Gelder erhalten. Uns gelang es, jenen Mann vor die Kamera zu bekommen, der weiß, wie das Geld deponiert wurde. Wie war denn das mit den Sicherheitsbeauftragten? Ich bin im Grunde bisher davon ausgegangen, dass der Sicherheitsbeauftragte eines Kernkraftwerks automatisch eine integre Figur sein muss, denn er wird ja nach speziellen Kriterien ausgesucht, muss sich sogar einer Sicherheitsprüfung durch den Bundesverfassungsschutz stellen. War denn mit denen in ähnlicher Form sofort umzugehen? Sicherheitsbeauftragte haben keine Ausnahmen gegenüber den übrigen Mitarbeitern der Kraftwerke eingenommen. Auch Sicherheitsbeauftragte haben Forderungen, auch hier mündlich und auch schriftlich, fernmündlich, vorgetragen. Und diese Forderungen wurden dann auch nach Rücksprache mit der Geschäftsführung beispielsweise erfüllt. Ebenfalls informiert war die Geschäftsleitung über die Risiken eines Unfalls.
der am 21. Oktober 1986 während eines Transports radioaktive Abfälle in Belgien geschah. Ein von Transnuklear beauftragter LKW verunglückte mit zwei Industriecontainern auf dem Weg vom deutschen Kernkraftwerk Krümmel zum belgischen Studiencenter für Kernenergie bei Mol. Die Unfallspuren wurden sofort beseitigt. Aber es gibt noch weitere Unstimmigkeiten. Unser Informant vertraute sich einem Frankfurter Rechtsanwalt an. Die Person, die mich in dieser Sache beauftragt hat, hat im Zusammenhang mit dem Unfall in Belgien vom 21.10.1986 eine Erklärung verfasst und mich gebeten, diese Erklärung für sie vorzutragen. Die Erklärung hat folgenden Wortlaut. Erstens, die von dem Fahrer mitgeführten Transportpapiere stimmten nicht mit dem wirklichen Inhalt der verunglückten Container überein. Neben den aufgeführten trockenen Abfällen wurden zusätzlich flüssige Abfälle in Plastikkanistern transportiert. Auch diese Kanister stammten aus dem Kernkraftwerk Krümmel. Bei dem Unfall ist Flüssigkeit aus den Kanistern gelaufen und im Erdreich versickert. Die belgischen Behörden glauben noch heute, in den Unfallcontainern seien nur trockene Abfälle gewesen. Unsere Recherchen brachten eine Erklärungsmöglichkeit. Sie liegt im Restrisiko Mensch. So standen nämlich der Leiter der Abfallabteilung von Mol und sein Stellvertreter seit geraumer Zeit auf der Spendenliste von Transnuklear. Der Chef räumte dies im Gespräch mit uns ein. Nach seiner Darstellung hat er von Transnuklear zum Beispiel einen Zuschuss und den Einfuhrzoll für ein Golf Cabrio erhalten. Dies ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Bereits vorher war für ihn ein weiteres Cabrio besorgt worden. Laut der schwarzen Liste hat Transnuklear dafür den vollen Kaufpreis beigesteuert. Sie und Ihre Kollegen haben ja in der Vergangenheit eine Vielzahl von deutschen Kernkraftwerken betreut. An wie viele dieser Kernkraftwerke oder genauer gesagt Ihre Mitarbeiter sind eigentlich Schmiergelder bezahlt worden? Nach meinem Wissen sind an Mitarbeiter aus nahezu allen deutschen Kernkraftwerken Schmiergeldzahlungen oder Geschenke übergeben worden. Auch bei den Hauptverwaltungen, den wichtigsten Hauptverwaltungen der Energieversorgungsunternehmen, ist dieses geschehen. Der Hinweis auf die hohe technische Sicherheit der europäischen Kernindustrie gehört zum Standardrepertoire aller Politiker. Doch trotz Sicherheitsschaltungen und elektronischen Warnsystemen gibt es einen gefährlichen Faktor, den die Politiker nur allzu gern vergessen: das Restrisiko Mensch. In der Debatte um Atomstrom ging es schon immer um viel Geld, um Milliardengewinne, die auch deshalb möglich wurden, weil der Staat der Atomindustrie fast alle Folgekosten abnimmt. Denn wie das Beispiel Japan drastisch zeigt, sind die Folgen eines GAUs für ein Privatunternehmen unbezahlbar. Der Schaden ist so groß, dass selbst eine hochentwickelte Volkswirtschaft vor dem Offenbarungseid steht. Was auf Deutschland bei einem Super-GAU, zum Beispiel in Biblis, zukäme, hat ein Volkswirtschaftler am Beispiel des Rhein-Main-Gebietes errechnet. Er tat dies 1991 noch in D-Mark. Heute wären höhere Beträge in Euro zu erwarten. Der wirtschaftliche Schaden wird unvorstellbar groß sein. Wir müssen davon ausgehen, dass er mindestens doppelt so groß ist wie die jährliche Produktionsleistung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Der größte Teil dieses Schadens betrifft Personenschäden. Nach der Menge der freigesetzten Radioaktivität und der Zahl der betroffenen Personen müssen wir davon ausgehen, dass wir 4 bis 5 Millionen Krebserkrankungen bekommen werden, von denen etwa die Hälfte früher oder später tödlich enden wird. Wenn wir diese Krankheitsfälle und Todesfälle nach den in der Bundesverkehrswegeplanung schon üblichen Kostensätzen bewerten, dann ist allein dieser Schaden etwa 3,6 Billionen deutsche Mark. Und wenn wir darüber hinaus davon ausgehen, dass in dem gesamten evakuierten Gebiet 5 Jahre lang nicht produziert werden kann, dann wird mindestens ein Schaden von 500 Milliarden, wahrscheinlich mehr, 500 Milliarden deutsche Mark entstehen. Also insgesamt ein Schaden von über 4 Billionen deutsche Mark. Wenn man dem entgegenhält, was die Höchstversicherung eines normalen deutschen Kernkraftwerkes ist,
dann sind diese 500 Millionen, die dort versichert sind, noch nicht mal ein Tausendstel des entstehenden Sachschadens, von den Personenschäden gar nicht zu reden. Die Politik hat die Verpflichtung, Schaden vom Bürger abzuwenden. Wie groß ist die Gefahr aber wirklich? Wie groß ist das Risiko, dass es in den Jahren bis zur Abschaltung des letzten Atomkraftwerks doch noch zu einem massiven Unfall kommt? Sie ist leider nicht gering, wie eine erschreckende Bilanz aus dem September 2010 zeigt. Atomkraftwerk Krümmel, gerade mal 3 Jahre ist es her. Rauch drang in die Leitwarte ein, in das Herzstück der Reaktorsicherheit. Schichtleiter und Reaktorfahrer stritten lautstark, was zu tun sei. Als dann die Schnellabschaltung erfolgte, mussten Ventile von Hand bedient werden. Der Betreiber Vattenfall ließ Öffentlichkeit und Atomaufsicht über Tage im Unklaren, was wirklich geschah. Alles schon vergessen? Sicherheit als oberstes Gebot, und das sind die Fakten. Keines der 17 deutschen Kernkraftwerke bietet baulichen Schutz vor Terroranschlägen aus der Luft mit Passagierflugzeugen. Keines der 17 deutschen Kernkraftwerke bietet im Falle einer Kernschmelze Schutz vor Verstrahlung der Umwelt. Und alle 17 deutschen Kernkraftwerke wären heute, nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik, nicht mehr genehmigungsfähig. Wollte man sie auch nur annähernd auf den aktuellen Stand bringen, wären Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Euro notwendig. Das hat das Bundesumweltministerium selbst errechnet. Wie notwendig diese Investitionen in die Sicherheit wären, belegen Zahlen des Bundesamtes für Strahlenschutz. Die Strahlenschützer haben Störfälle in den deutschen Atomanlagen untersucht. Die Kurve zeigt, der Anteil der Störfälle, der auf Komponenten und Bauteile zurückzuführen ist, also auf Ermüdung und Verschleiß, nimmt in den letzten Jahren rasant zu. Eigentlich eine Binsenweisheit. Je älter eine technische Anlage, umso anfälliger. Und weil das so ist, kann eine rationale Entscheidung nicht darauf vertrauen, dass es am Ende doch noch lange irgendwie gut gehen wird. Ein sorgloser Umgang mit der Atomenergie ist seit Fukushima nicht mehr möglich. Dort werden immer größere Gebiete gesperrt, betreten, bei Strafe verboten. Als unsere Filmautoren 1991 diese Bilder aufnahmen, wollten sie die möglichen Folgen eines Atomunfalls zeigen. Inzwischen hat sie die Wirklichkeit eingeholt. Es wäre tröstlich, wenn ein schneller Ausstieg aus der Atomenergie die Probleme schnell lösen würde. Dies zu glauben jedoch wäre naiv. Denn es gibt noch immer kein Konzept für die Endlagerung. Und hier sprechen wir von Zeitdimensionen, die jedes menschliche Maß sprengen.